cleaning. Yes, I do the cleaning. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dirt Rally, eine kleine Spontanaufnahme. Ja, einfach weil es mir aktuell so in den Sinn gekommen ist und ja, auch um euch jetzt den letzten Modi zu zeigen. Ich habe euch den Rally-Modus gezeigt in dem Spiel und ich habe euch, glaube ich, auch schon mal den Hillclimb-Modus gezeigt über ein Online-Event. Und ja, ich bin hier zwar mittendrin in der Meisterschaft, aber das ist egal. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt das auch schon mal gesehen in dem Let's Play hier. Auf jeden Fall, ich möchte dieses Let's Play doch schon früher beenden. Nicht bis zur Folge 100 machen. Einfach, weil ich es zeittechnisch wahrscheinlich nicht mehr schaffe, bis Dirt Rally rauskommt und Dirt 4 rauskommt. Und außerdem, denke ich, ist es auch ganz gut, wenn man... wenn man eine Pause hat. Und die Frage ist halt auch, warum habe ich nur 54 FPS? Ist auch die große Frage hier. Beziehungsweise insgesamt wenig FPS. Können vielleicht mit Windows Game Mode zusammenhängen. Dass der hier natürlich Leistung frisst. Weil ja, ich habe irgendwie das Bedürfnis, den Windows Game Mode einfach mal auszuschalten. Vielleicht hilft es ja was. Das Auto hinter dir hat die Joker-Runde begonnen. Du bist während der Joker-Runde nur um eine Position zurückgefallen. Ah, deine Gegner haben den Joker bereits absolviert. Das ist halt eine Lüge, eine fette. Dass alle schon den Joker absolviert haben. Aber ich verstehe es halt einfach nicht, warum... warum habe ich hier so geistig behinderte FPS? Ich versuche nach der Aufnahme, mache ich einfach mal einen Game Mode raus und dann sollte das ja eigentlich möglicherweise vielleicht funktionieren. Angeblich soll er ja mehr FPS bringen, aber ob das tatsächlich so ist, das wage ich zu bezweifeln, weil ich in einigen Spielen seitdem schlechtere FPS habe. Vor allen Dingen auch im Vorab schon die Benchmarks von dem Ding, die haben ja nicht wirklich überzeugt. Ich guck mir das nochmal an. Also mal letzter geworden, das ist super. Haben wir ja noch gute Chance. Ja, ich habe das Spiel halt ewig nicht mehr gespielt. Ja, super. Wieder diese Miststrecke, ey. ...48 FPS. Das macht gar keinen Sinn. Weil ich sonst immer voll 60 FPS hatte in dem Spiel. Ah ja, und übrigens für alle, die es nicht wissen, das ist die Joker-Runde. Die muss man pro Match einmal fahren. Und ansonsten nicht. Ich weiß nicht, ich hasse diesen Modus. Einfach weil man, egal wie gut man ist, man verkackt immer. Man bekommt immer aufs Maul. Ach, und weißt du, wenn man einmal einen Fehler macht, da kann man sich eigentlich direkt abschminken. Das ist so fair, dieses Spiel. Ich liebe es einfach. Und das ist auch so ein Grund, weshalb ich jetzt so langsam das Let's Play beenden möchte. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja, ich habe jetzt privat weitergespielt und habe... Gott weiß, wie viele... Autos jetzt gekauft und auf Full geupgradet. Das hier bin ich gerade am Full upgraden. Und es ist halt immer wieder das Gleiche, weil die Strecken wiederholen sich die ganze Zeit. Es sind einfach viel zu wenig Strecken. Und das kann bei Dirt 4 zum Beispiel nicht passieren, dass du irgendwie gelangweilt wirst, weil die Strecken immer dasselbe sind.
wegen Random Generator. Ich habe auch heute dort 4 vorbestellt für 30 Euro. Ja, richtig viel. Bei MMOGA kann ich euch übrigens auch nur empfehlen. Ich denke, die Folge wird ja doch weit vor Release rauskommen. Ich denke, da werden noch 1-2 Wochen Zeit sein, bevor Dirt 4 rauskommt. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall auch vorbestellen bei MMOGA für 30 Euro. Ist echt super. Also besser Preis, denke ich, findest du nirgendwo. Bei G2A kostet es 39,99. So, Qualifying Vorrunde. Ja, ich qualifiziere mich wahrscheinlich nicht. Hat sich das auch erledigt. Wir haben ja auch ganz recht. Verstehe es halt einfach nicht. Warum sind die immer schneller als ich? Danke, dass ich nicht die Joker-Runde fahren darf wegen dir, Bob. Aha, da habe ich es schon verschissen. Da habe ich schon wieder mein komplettes Leben in einer Kurve verschissen. Das ist so geil. Und die Gegner, die machen nie Fehler in dem Spiel. Die fahren durchgehend gut. Man kann nichts dagegen tun. Jetzt hält mein Typ anscheinend komplett die Fresse. Ah, wieso lenkst du denn nicht, wenn ich lenke? Hm? Bist du irgendwie ein bisschen dubim oder was? Ah, gut. Ja, überrundet mich doch am besten gleich, ne? Rastet noch mehr aus. Ja, der überrundet mich gleich da vorne, der Typ. Ah. Macht ja Sinn, kann man ja mal machen. Ich fahre ja richtig scheiße. Ich meine, ich bin ja kein König, ne? Ich meine, ich bin ja kein Gott oder so. Ja doch, der Wurbelgott, aber ich meine, wer soll denn hier bitte schön gut sein? Rallycross McMeister persönlich oder was? Ach komm, ey, hoffentlich ist es bald vorbei. Wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel und deswegen, ich wollte einfach jetzt nur noch eine Folge machen, wo ich das ankündige, wo ich sage, alles klar, das Let's Play ist beendet. Und ja, das war's dann. Also diesen Modus hier, den hasse ich schon mal, ne? Das kann man so sagen. Das ist, ich meine, wer diesen Modus mag, der hat irgendwie einen an der Waffel oder so. Oder ist geisteskrank oder... Ja, 0 CR habe ich ja verdient. Du brauchst 10 weitere Punkte für die nächste, für den Aufstieg. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dafür, Alblali. Dankeschön. Danke, Alblali. Ja. Also hier, die habe ich vollkommen alle aufgerüstet, diese Autos. Hier habe ich alle aufgerüstet. Dann habe ich hier, da bin ich gerade. Da bin ich auch schon stehen geblieben. Das müsste ich alles noch machen. Hier müsste ich auch noch ein Auto voll aufrüsten. Hier auch noch. Hier, keine Ahnung, Modern, woher das kommt. Wo man das spielen kann, keine Ahnung. Hier habe ich jetzt 2 von 3. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock mehr, das alles zu machen. Deswegen. Naja. Könnt ihr trotzdem mal in die Online-Events nochmal reinschauen. Und vor allen Dingen, was ich glaube ich noch mache. Moment. 161 Kilometer. Das möchte ich noch schaffen. Dass ich da diesen einen Boni noch reinhaue. Ich glaube, deswegen fahre ich auch nochmal ein bisschen. Aber halt nicht diese Modi, ey, da, boah, da kotze ich ja ab. 1980er, Group B Allrad, 1980er, was könnte ich denn da fahren? Ach, ich habe keinen Bock mehr auf...
Dingenskirch. Ey, ich hol mir ein Allrad. Oder? Da komm, ich hol mir ein Allrad. Komm, hol ich mir den hier. Ist anscheinend das beste Auto. So, hier, zack. Legen wir mal los. Ich hätte natürlich jetzt auch einfach mal für euch fürs Let's Play, obwohl da mache ich doch noch ein paar Folgen. Ich meine, nur dieser Modus fuckt mich ab. Na komm, ist egal, dann beende ich diese Meisterschaft. Speichern und zurück zu den Menüs, ja. So, dann verlasse ich dieses... Oh. B zurück. Gibt es hier irgendwie Optionen? Verwerfen. Meisterschaftsdetails. Meisterschaft verlassen. So. Open Meisterschaft. Und dann machen wir mal. Group A hatten wir das letzte Mal gehabt, ne? Ja, das war dieser geile Wagen hier. Ach ja. So, F2, Kit Car hätten wir als nächstes. R4, 2000 und 2010er hätten wir noch. Ach, weißt du was? Dann erfülle ich euch doch den Wunsch. Hol ich mir den Peugeot. Weil der Peugeot, der ist anscheinend der coolste. Sieht irgendwie alles scheiße aus, nämlich diese Lackierung. Ach ja. Schön Schweden. Mal gucken, ob ich überhaupt noch was kann in dem Spiel. Ich vermute mal nicht, weil es ist wirklich schon ewig her. ...76 Stunden habe ich mittlerweile. Ob wir noch über die 100 Stunden kommen? Werden wir sehen. Kommt drauf an, ob mir das Spiel jetzt wieder Spaß macht oder nicht. Kommt ganz drauf an, na komm. Bin jetzt mal gespannt, wie viel Leistung die haben. 5, 4, 3, 2, 1. Links 4 lang über Welle. Kuppe 40. Okay. Rechts 4. Rechts 3. Links 6. Rechts 5 lang. Alter, Frontantrieb ist mega weird. Wenn man die ganze Zeit Heckantrieb gefahren ist. Links 4 über Welle. Links 3 lang. Aber ich finde, Frontantrieb fühlt sich immer noch am besten an. Ich weiß auch nicht. Wohl Allrad. Eigentlich Allrad. Rechts 2 halb lang. Aber Frontantrieb ist meine zweite Wahl. Heckantrieb ist einfach nur. Bleh. Vor allen Dingen im Schnee halt. Und wieso zum Teufel erreiche ich nicht mehr meine 60 FPS? Wegen Windows Game Mode oder was? Ja, eigentlich will ich das nicht mehr sagen. Weil kommt wie eine Beleidigung rüber. Und ich habe ja nichts gegen Schwule oder Lesben, deswegen. Sorry dafür, aber guckt euch das mal an, 54 FPS. Ich meine, was ist das? Alter, ich kann so nicht spielen mit so wenig FPS. Das ist ja wohl der Witz. Bessere Performance in Spielen am Arsch, Alter. Schlechtere Performance in Spielen, jawohl. Wohl passt, wird wohl eher passen. Was war denn da für ein Scheißhubbel in der Straße, ey? Hätten ja mal gut spielen können, die Straßenbauer.
130 Bälle, Brücke 14. Links 5 über Welle, langsam 40. Achtung, links 4 lang, macht auf, macht zu bis 3, nicht schneiden. Rechts 4 nicht schneiden, 130. Links 4 nach Kreuzung, 100. Okay. Alter, ich bin anscheinend so scheiße, dass ich ich glaube, das ist auch verbuggt. Die benutzen irgendwie die Zeiten von einem ganz anderen, von einem ganz anderen Preset. Anders kann ich mir nicht erklären, warum ich bei offen plus 18 habe. So schlecht fahre ich doch gar nicht. Das ist irgendwie verbuggt. Scheinbar. Allein deswegen habe ich schon keinen Bock mehr eigentlich auf das Scheißspiel. 56 FPS. Ich kotze ein bisschen ab. Rechts 5 nicht schneiden. Achtung, links 6 über Sprung, hängt nach außen. Kleiner Sprung. Links 6 über Welle und rechts 6. Links 6 über Landung. Wieso macht Microsoft sowas? Ein Modus, der Spiele langsamer macht. Links 6 über Welle über 80, gerade für 80. Ist ja fast so wie mit DirectX 12. Ja, plus 20% Performance. Aber es ist in Wirklichkeit minus 20% Performance, Alter. DirectX 12, ey, der größte DirectX Flop ever, weißt du, da war DirectX 10 ja beliebt. Gegen DirectX 12. DirectX 10 war ja schon eigentlich peinlich, wie wenig Anwendungen das benutzt haben. Also es gibt extrem wenig, die es mittlerweile benutzen. DirectX 9 ist noch richtig übel, wird noch richtig oft benutzt, wegen der Unreal Engine 3 halt. Weil die ja sehr gerne noch verwendet wird, immer noch. Und auch die Unreal Engine 4, die hat halt dann jetzt DirectX 11, ne? DirectX 10 ist bei Unreal ja übersprungen worden. Aber Unreal Engine 4 hat auch DirectX 12 Support, benutzt nur keiner. Weil DirectX 12 ist halt einfach unpraktisch. Bietet kaum mehr Features und ist dafür Windows 10 exklusiv. Vulkan ist da schon um einiges besser. Nee, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Also nach der Folge werde ich wahrscheinlich aufhören. Das ist wahrscheinlich die letzte Folge. Wir haben 76 Folgen. So viel wie ich Stunden habe. Und das reicht dann auch. Nach dem Rennen hören wir auf. Es war ein echt cooles Let's Play, muss ich sagen. Es hat damals bis Folge 20, bis Folge 19, glaube ich, war es im Early Access. Es ist wirklich eins der wirklich guten Early Access Spiele. Also die Spiele, die fertig geworden sind, die eine gute Entwicklung haben, wo am Ende das Resultat gestimmt hat, wo es gut war. Ich meine, Rust ist schon seit 2013 in der Alpha, Seven Days to Die ist seit 2013 in der Alpha, DayZ ist seit 2013 in der Alpha, aber immerhin kommt es dieses Jahr in die Beta. Ich weiß nicht, warum jeder so DayZ abflamt, dass die seit 4 Jahren in der Alpha sind, aber bei Seven Days to Die und Rust juckt es einfach keinen. Ja, dann Ark ist seit 2015 in der Alpha, obwohl mittlerweile ist, glaube ich, nee, ich glaube mittlerweile ist Ark sogar schon im Beta-Status, offiziell. Also ich finde auch echt krass, was Ark für eine Entwicklung genossen hat. Ich finde, das haben sie echt gut gemacht. Also die haben wirklich viele Content-Updates rausgebracht, haben reingepatcht, wie sich das gehört. Und dann haben sie auch, glaube ich, jetzt eigentlich Ark, glaube ich, mittlerweile ist Ark ganz gut optimiert. Grafik-Updates kamen raus. Halt erstmal ein bisschen Feintuning für die Early Access-Version. Aber während man halt auch bei Rust und bei Seven Days to Die wirklich Änderungen wahrnimmt, ich glaube, das ist das
große Problem bei DayZ. Bei 7 Days to Die und bei Rust, da merkst du, die machen neue Features rein. Du merkst das richtig. Es gibt was Neues zu tun. Wenn du nach einem großen DayZ-Update da reingehst, in DayZ, merkst du davon überhaupt nichts, dass überhaupt ein Update rauskam. So ungefähr. Das einzige große Update, was mir persönlich wirklich richtig gut gefallen hat, war eben das zu dem DirectX 11 Renderer. Es gab eine richtig gute Performance dem Spiel und es sieht auch viel, viel besser aus. Das war das einzige Update, wo ich wirklich gemerkt habe, alles gleich hat sich was verändert. Vor allen Dingen in Städten ist jetzt die Performance viel, viel besser in DayZ. Das finde ich schon echt gut. Aber ich wage zu bezweifeln, dass überhaupt irgendjemand noch DayZ spielt, wenn die Vollversion draußen ist. Wenn der Beta-Zustand auch so lange dauert wie der Alpha-Zustand, das heißt weitere 4 Jahre, das war 8 Jahre Entwicklung dann. Nee, das Spiel ist keine Sau mehr. Also da kannst du nicht von ausgehen. Ich meine, aktuell spielen es noch einige, aber auch nicht mehr die Welt. Ich glaube, da spielen fast immer noch mehr Arma 2 Operation Arrowhead als DayZ Standalone. Das ist nur eine Vermutung, obwohl. Nee, ich glaube, so viele spielen gar nicht mehr Arma 2 Operation Arrowhead. Ich meine, man kann auch nicht mehr viel machen. Ich spiele aktuell die Arma 2 Kampagnen mit DLCs, weil ich habe im Humble Bundle habe ich mir Arma 3 für 15 Euro geholt und da war auch Arma 2 komplett drin. Das hatte ich halt sogar schon auf Steam, also Combined Operations. Da habe ich halt dann ein bisschen was doppelt. Aber es macht nichts, weil weil Arma 3 alleine für 15 Euro ist OP. Und ich habe dann noch Arma Gold Edition, wo ich kurz reingeschaut habe, die Kampagne Arma Cold War Assault, ehemals Operation Flashpoint. War auch ein Erlebnis, weil die Grafik, die war so, ja, so alt. Das war, boah, das Spiel war von 2001 oder so, oder ich glaube sogar noch früher. Und, ja, das war für mich ein Erlebnis, weil sowas habe ich halt noch nicht gesehen, so Grafiken, ne? So. Gut, ich würde sagen, das war's mit Dirt Rally. Das sind die Credits. Der Clive Moody, ja. Tim Coop, Gary Buckley, technischer Leiter Steve Bennett. Jo, also Fazit von dem Spiel, auch wenn es halt keine Story direkt jetzt hatte, es war ein echt gutes Rennspiel, muss man sagen. Also, es hat Spaß gemacht und ich habe jetzt fast 80 Stunden und kann sagen, ja, es hat sich gelohnt, es damals für 26,99 im Early Access zu kaufen. Hab die Entwicklung des Spiels miterlebt und das war schon echt cool. Wieso immer die neuen Strecken drauf kamen und man wusste überhaupt nicht, wie die Strecken gehen und wie und was. War schon cool. Ich hoffe einfach mal, dass Dirt 4 die Sachen aus Dirt Rally nimmt, die gut waren, und einfach verbessert. Noch besser macht. Aktuell sieht es ja so aus, als ob dem so sein wird. Zum Beispiel durch einen Random Generator von Strecken, von Rallye-Strecken. Was wirklich dazu führt, dass du halt wirklich diese Rallye-Aufgabe auch hast. Weil die Rallye-Leute, die fahren nie Strecken zweimal, die wissen nie. Oh, Climax Studios LTD.
Waren das nicht die, die für Ubisoft Assassin's Creed Chronicles gemacht haben? Ich glaube, das war Climax Studios. Keine Ahnung, kann sein. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, was viele aber auch vergessen, jetzt bei, um nochmal zurückzukommen auf DayZ, dass Bohemia Interactive gar nicht mal so groß ist. Ja. Also, das ist gar nicht mal so eine große Firma, wie alle denken. Da arbeiten auch nicht so viele Leute. Ja. Das vergessen aber oft einige. Das ist ja fast nur ein kleines Indie-Studio. Was halt ein ziemlich großes Spiel gemacht hat. Arma. Ziemlich umfangreich. Naja. Ich bin zuversichtlich, dass irgendwann aus DayZ nochmal was Gutes wird. Ob es dann überhaupt noch irgendjemanden interessiert, das muss man abwarten. Naja. Aber wie gesagt, also von mir gibt es eine Kaufempfehlung für Dead Rally. Obwohl ich sagen muss, holt euch jetzt lieber Dirt 4. Also wenn ihr jetzt das Let's Play schaut, also früher, so vor einem Jahr, hätte ich euch gesagt, ja, kauft's euch. Aber jetzt sage ich, nee, holt euch lieber Dirt 4, wenn ihr ein ähnliches Spiel wollt. Aber ihr könnt natürlich auch auf die Bewertung abwarten von Dirt 4 und es nicht direkt vorbestellen. Ja. Doch, ganz schön viele Credits hier. Ja, wie schon gesagt, also Dirt Rally braucht ihr euch jetzt nicht mehr kaufen, es sei denn, ihr wollt unbedingt Hillclimb-Modus spielen oder dieses Rallycross-Ding da. Aber diesen normalen Rally-Modus, den könnt ihr auch in Dirt 4 fahren, wenn ihr darauf abfahrt, wenn ihr das haben wollt. Ja. Audio Dank an so und so. Ah, die ganzen Wagenbesitzer. Lizenzierung Dank an, ja, Behavior Interactive, Locations, Lackierungen. Ja gut, die ganzen Lizenzen, ja klar, ne? Das ist, glaube ich, auch immer der Grund, warum die ganzen Dirt-Spiele, also ich meine, Dirt 3 ist mittlerweile auch nicht mehr auf Steam verfügbar. Man kann es noch per Keystore kaufen, also über Keystores, zum Beispiel bei MMOGA könnte ich mir das für 1,99 kaufen, aber offiziell kannst du es nicht mehr kaufen bei Steam. Ich vermute einfach mal, dass das damit zusammenhängt, dass die ganzen Lizenzen auslaufen und dann darf Codemasters das nicht mehr offiziell verkaufen. Ja, das waren die Mitwirkenden und ja, damit würde ich sagen, war's das mit einem weiteren Let's Play, was wirklich sehr lange schon geht, seit 2014, wo wir angefangen haben. Naja, nicht seit 2014, es war zwischendurch ja unterbrochen, aber ja, hat mir Spaß gemacht. Also, ein echt gutes Spiel und ich bin auf Dirt 4 gespannt und ihr dürft euch drauf freuen. Es kommt am 6. Juni. Soweit ich das weiß. 6.6. Ist gar nicht mehr so lang. Haben jetzt schon fast Ende April. Also beim Zeitpunkt der Aufnahme. Und naja, wir werden sehen.
Also, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Leute. Bis zu meinem nächsten Projekt. Tschüss.